Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Als erstes sammeln wir wie immer unser Material ein und schicken unsere Drachen neu los. So, hier den Nada. Dann hier unseren Holzklau. Dann haben wir hier... Oh, sorry, das war ja nicht der Holzklau, das war der Acker, du. Hier ist der Holzklau. Den schicken wir auch gleich neu los. Hier ist der Hakadu, sorry. Dann unseren Schockrachen. Der kann auch gleich nochmal los. Ah, unser Sturmfeier ist fertig mit dem Training. Den haben wir jetzt auf Level 40 gepimpt. Also jetzt guckt mal, das ist schon ganz schön krass. Der braucht 495k mal 3, um in Level 41 zu kommen. Also das finde ich schon ganz schön heftig. Wir schicken den aber neu los, also der sammelt jetzt schon 3 Stunden und 40 Minuten, also das ist schon ganz schön krass. Das sind über 100.000 Fische nach 3 Stunden 40 Minuten, also 30,6 mal knapp 4. Gut, schicken wir ihn erstmal los, der sammelt Fisch. Ah, kann er nicht, so ein Mist. Holz kann er ohne. Gut, dann müssen wir die anderen erstmal zurückrufen. Gucken wir hier oben erstmal kurz lang. Der kann auf jeden Fall wieder Holz sammeln. Der hat 13.100. Der sammelt 13.700. Und der kann gleich hier bleiben. Der braucht kein Holz mehr sammeln. Dann kann der weiter los Holz sammeln. Unser Gruft, den pimpen wir gleich auf Level 27, würde ich sagen. Oder ach, erstmal fliegt er los. Wir gehen erstmal zu unserem Sturmpfeil. Der kann jetzt Fisch sammeln. Dann der sammelt Holz. Der kann... Fisch ist voll. Ist Holz auch voll? Checken wir mal ab. Nee, Holz ist noch nicht voll. Wer kann hier noch Holz sammeln? Ah, hier seht ihr den Krallenkrabbler. Der hat auch gerade eine Klatsche. Also wie ihr seht, ist das auch so ein Fehler. Der fliegt auf einer Stelle und sammelt Material. Genauso wie mit unserem Schockrachen hier drüben. Da hatten wir das gleiche Problem. Der fliegt jetzt aber wieder, wie es ohne war, der hatte. Gut, den pimpen wir hier erstmal auf unseren riesenhaften Albtraum auf Level 34. Jetzt bräuchten wir auf jeden Fall noch einen Drachen, der Holz sammelt. Der sammelt 9860. Dann gucken wir mal hier weiter. 4000, der bringt uns nichts. Oh, der ist auch fertig, unser Glutkessel. Den haben wir jetzt auf Level 28 gepimpt. Jetzt können wir den mal zurückrufen. Nee, der sammelt weiter. Nee, den pimpen wir erstmal auf Level 27. Jetzt können wir nur gleich für 17 Stunden zum Training schicken. 17 Stunden ist ganz schön krass, aber das mache ich jetzt einfach mal. 660.000 Holz. Scheiß drauf, der Gruff kann das ruhig verkraften, für den kloppen wir so viel Kohle auf den Kopf. Gut, jetzt müssen wir wieder andere Drachen losschicken, dann sammelt er hier Fisch. Und unser Wechselflügler, so rufen wir den mal zurück. Der sammelt Fisch, der Wechselflügler, das ist schlauer. Jetzt brauchen wir noch einen, der uns Holz besorgt. Da können wir... Puh, welchen Drachen nehmen wir da? Ah, dann nehmen wir den hier. Die schnappende Falle. Oder wir nehmen von dem Bein, das ist vielleicht noch besser. Ja, die schnappende Falle holen wir zurück. Dann schicken wir hier doch einfach mal... unseren riesenhaften Albtraum. Kann jetzt noch einer Fisch holen? Nee, Fisch ist voll. Dann könnten wir höchstens... Ist Holz auch voll? Holz ist auch voll. Gut, das ist schon mal sehr schön. Jetzt haben wir wieder alle Drachen on Tour. Jetzt gucken wir mal hier rauf. Wir brauchen jetzt noch 17 Stunden für unseren Gruff und 1 Stunde 41 für unseren flüsternden Tod.
Außerdem würde ich sagen, wir kloppen jetzt erstmal unseren Fisch ein bisschen auf den Kopf und pimpen unsere Drachen. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal hier einen Drachen auf Level 42, so wie es sein soll. Der kann auch gleich wieder los. Dann haben wir, könnten wir eigentlich noch einen Drachen auf Level 42 machen. Jo, und dann kann der auch gleich wieder los. Jetzt haben wir schon zwei Drachen auf Level 42. Jetzt haben wir noch 394. Da können wir mal gucken, welchen Drachen wir pimpen. Würde ich sagen, nehmen wir den hier. Unseren Schockdrachen. Der ist jetzt auch fast auf Level 41. Der kann jetzt gleich wieder Action machen und Material sammeln. Gut, soweit haben wir erstmal alles. Das dauert hier noch 2 Minuten und 50 Sekunden. Also wie ihr seht, das Holz ist schon knüppeldicke voll. 2,3 Millionen Holz haben wir im Lager. Da wissen wir ja nicht so richtig, was mit anzufangen. Wir könnten hier noch ein paar Steine wegräumen. Ja, machen wir den einfach mal weg. Ja, der oder der, was sagt er? Machen wir den. So, das dauert 2 Stunden. Dann gucken wir einfach mal weiter, was wir hier an Drachen haben in unserem Hangar. Hier haben wir schon eine ganze Menge, 16 Stück. Der höchste ist der Schnaffelzahn auf Level 31, gefolgt vom rauchverschwindenden Qualm, flüsternden Tod, Gronkel und schrecklichen Schrecken, nochmal ein Gronkel auf Level 25. Naja, die nehme ich nur eigentlich, wenn Not am Manne ist, sagen wir mal so. Ansonsten lassen wir das jetzt so, wie ihr habt. Die Vego irgendwann mal wegkloppen, die Drachen. Gut, dann gucken wir uns einfach mal hier die Drachen an. Die Events sind ja erstmal alle vorbei. So wie ihr selbst wisst. Mich würde mal interessieren, was ihr so bekommen habt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also, ich suche gerade den tödlichen Nadder, weil ich dachte, ach, ich lasse ihn einfach mal nur eine Stunde suchen. Keine Lust, so lange zu machen. Mal gucken, was wir bekommen. Ich glaube, als nächstes werde ich dann meinen ohne Zahn zum Trainieren schicken. Ach so, kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht. Schade, schade, schade. Da müsste ich noch eine Stunde und 38 Minuten warten. Das ist natürlich bitter. Ah, hier haben wir noch ein Ei. Das werden wir gleich mal ausbrüten. Oh, den platzieren wir gleich mal, den humpelnden Grunzer. Nur mal so, dass wir uns angucken können. Wir haben ja keinen Platz für den, wa? Ah, sieht nicht so aus, dass wir Platz haben. Müssen wir mal hier gucken. Vielleicht passt er hier hin. Hier passt er gerade so hin. Das ist schick. Klicken wir hier einfach mal rauf. Wir könnten ihn nur gleich mal füttern, dann pimpen wir ihn. Zum Training schicken können wir nicht, also schicken wir den in unseren Hangar. Gut, den humpelnden Grunzer kennt er ja bestimmt. Können wir uns ja hier nochmal kurz angucken. Na? Mann, Alter, ich könnte ausrasten. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Seht ihr ihn schon? Da ist er. So, also doll ist nicht. Der sammelt nur 38.200 pro Stunde Fisch und 35.000 Holz pro Stunde. Also finde ich jetzt nicht so dolle. Machen wir auch gleich wieder zu. Das interessiert uns nicht weiter. Ich meine, wenn wir das vergleichen mit unserem tödlichen Nadder, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Oder was sagt ihr? Gut, dann schließe ich das einfach mal. Unser ohne Zahn ist zurück. Da gucken wir gleich mal nach, was er uns mitgebracht hat. Naja, 10 Runen, besser als Janisch. Hier ist das Ei vom tödlichen Nadder. Haben wir Pech gehabt? Machen wir Nein, danke und gehen auf Suchen. Jetzt können wir uns aussuchen, welchen Drachen wir suchen. Tja, ich weiß jetzt selbst ohne, was wir suchen sollen. Wir könnten sagen, wir suchen unseren Hakadu. Wollen wir das machen? Oder ach, scheiß drauf, ich suche einen Schockdrachen. Und dann werden wir sehen. 4 Stunden, das ist noch auszuhalten, sagen wir mal so. Weil wenn jetzt ein Event kommen würde, dann wäre ich ganz schön am Arsch.
Aber 8 Stunden wird natürlich noch beschissener. Dann haben wir hier unseren Holzklau auf Level 35. Der sieht echt geil aus. Den könnten wir eigentlich auch nochmal einmal pimpen. Den suchen wir zack und hierauf. Jetzt ist er bald auf Level 36. Ja, sammel du mal weiter. Gut, jetzt habt ihr erstmal wieder einen Überblick bekommen, wie es bei mir so aussieht. Hier in meiner Akademie ist Action, die ist auf Level 7. Wir können maximal bis Drachenlevel 42 trainieren. Meine Akademie-Slots, das sind die beiden, also das heißt, wie viel Drachen ich trainieren kann gleichzeitig. Da habe ich erst zwei freie Schalten. Der dritte kostet 1490 Runen. Also erstens ist es sauteuer und zweitens habe ich nicht mal so viel. Da könnten sie die Spielentwickler mal einen Kopf machen, dass man hier schneller Runen bekommt. Also das finde ich eine ganz schöne Sauerei. Wie seht ihr das? Könnt ihr mal was zuschreiben? Vielleicht können wir damit den Entwicklern irgendwie ein Zeichen setzen und dazu zu animieren, dass wir schneller Runen bekommen. Können sie am neuen Update mal machen oder so. Gut, soweit sind wir erstmal durch. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.